Herzlich willkommen zu GamesTV 24 Daily an diesem wunderschönen, verhangenen Dienstag. Wir haben wieder allerhand Themen heute, unter anderem Battlefield 1, Prey, Hitman und Nintendo NX. Klingt ja spannend. Wir starten mit Battlefield 1 und da gibt es demnächst was zu sehen. Ja, EA will mit mehreren Livestreams auf den Launch von Battlefield 1 einstimmen. Ab dem 12. Oktober soll es da täglich mehrstündige Überraschung geben, also viel, viel zu sehen. Und darin sollen dann natürlich neue Maps und Spielmodi gezeigt werden, einschließlich der Neuzugänge Operations und Taubenträger. Ja. Hast du Taubenträger schon gespielt? Taubenträger habe ich bisher noch nicht gespielt, Operations auch noch nicht. Das sind zwei neue Multiplayer-Modi, auf die man auch ein bisschen gespannt sein darf. Deswegen auch diese ganze Veranstaltung. Und neben Mitgliedern der Battlefield-Community werden auch einige spezielle Gäste da am Start sein bei diesen Streams. Man denke zurück an die E3, wo unter anderem ja auch Snoop Dogg mit am Start war und sich legendär blamiert hat. Yeah. Ja. Die Livestreams finden, wie gesagt, ab dem 12. Oktober bis zum 21. Oktober täglich von 22 bis 24 Uhr statt, also eher für die Nachteulen gedacht. Mitglieder von EA Access können ja Battlefield bereits ab dem 13. Oktober spielen. Ja. Wer dieses Programm hat, der darf da schon loslegen. Und außerdem gab es einen neuen Leak, diesmal zur Singleplayer-Kampagne. Ja, rund 50 Minuten gab es da was zu sehen, nämlich die Mission der Meldegänger. Die findet relativ zum Ende wohl der Battlefield One-Kampagne statt. Und die Website VG257 Turkey hat die verbreitet. EA hat sich dann natürlich sofort bei denen gemeldet, hat den Clip entfernen lassen. Mittlerweile gibt es das Video, aber sowas verbreitet sich ja recht schnell, lässt sich auch schwer wieder einfangen. Und diesen Clip findet ihr dann auch bei uns. Wer jetzt nicht gespoilert werden will, der sollte natürlich einen riesen Bogen um das Video machen. Denn, wie gesagt, EA hat eigentlich nicht vorgesehen, dass das rausging. Und wie es ja mit Leaks immer so ist, also ich persönlich werde es mir, glaube ich, nicht anschauen. Weil ich habe da eigentlich auch Bock, das eher so zu erleben. Ich musste es ja aus Recherchezwecken schon angucken. Haha, ich wurde ja genötigt. Nee, aber man hat irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass von Battlefield 1 halt schon viel zu viel geleakt wurde. Also ich glaube, so den Verlauf der Kampagne, den kann man sich so im Kopf jetzt schon rekonstruieren und das ist halt auch ein bisschen schade eigentlich für alle, die halt noch ein bisschen gehypt sind, noch ein bisschen gespannt sind auf den Release dann. Sehe ich auch so, wobei Battlefield One natürlich, der Multiplayer-Part, da liegt natürlich der Fokus drauf und da ist ja egal, was man da liegt oder was man nicht liegt, das will man ja endlich spielen. Was man ja auch herausfinden möchte, ist, wie es so mit dem Hitman weitergeht und da haben sich die Entwickler jetzt geäußert in Gestalt von dem Story-Autor mit Michael Vogel. Und der hat verkündet gegenüber den Kollegen von GameSpot, dass die Story des Spiels eigentlich erst am Ende der ersten Staffel richtig losgehen soll. Wir wissen ja, Hitman erscheint in Episoden und in mehreren Staffeln. Und die erste Staffel, die ja laut seinen Aussagen, die führt erstmal die ganzen Charaktere ein. Also er sagt da, die Story fängt gerade erst an. Staffel 1 ist der erste Akt eines Spielfilms. Ihr kennt alle Charaktere. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Ihr kennt das Dilemma. Aber es geht gerade erst los. Die gesamte Handlung ist also wohl stark auf den Nachfolger ausgelegt. Richtig. Ausgelegt, ne? Laut IO Interactive ist ja schon seit August bestätigt, dass es zwei weitere Hitman-Staffeln geben wird. Also quasi ein Drama in drei Akten, könnte man sagen. Besonderer Fokus will man jetzt auf die eher bisher vernachlässigten Zielpersonen richten. Weil ihr erinnert euch, man geht halt irgendwo rein, man muss den umbringen, man hat so ein bisschen Hintergrund von dem. An das will man jetzt einfach verstärken. Er sagt da, wir wollten eine sehr ambitionierte Handlung kreieren, die mehrere Staffeln umfasst und ein echtes, überdauerndes Figurenensemble aufbaut. Ja. Das klingt ja schon mal ziemlich interessant. Genau. Und die erste Staffel, die beschreibt wohl so mit klassischer Dramaturgie. Ich meine, das Businessmodell da, das Ganze in Staffeln zu veröffentlichen, beziehungsweise in Episoden zu veröffentlichen, das ist ja nicht ganz unumstritten. Nee. Also viele finden das ja auch doof. Viele möchten da ein komplettes Spiel direkt haben. Vogel sagt dazu, die Story fängt gerade erst an. Staffel 1 ist der erste Akt eines Spielfilms sozusagen. Ihr kennt alle Charaktere, ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Ihr kennt das Dilemma. Aber es geht gerade erst los. Ja gut, das ist natürlich erstmal einfach nur so gesagt. Ob das wirklich so ist, wird sich noch zeigen. Für die letzte Episode der ersten Staffel Colorado, also verspricht Vogel dennoch ein faszinierendes Staffelfinale. Also große Töne, hoffen wir mal, dass sich das dann auch wirklich so herausstellt, dass das so toll ist. Dass da was dahinter steckt. Genau. Ja.
Ein bisschen neue Infos gibt es zu Prey. Das ist ja dieser Shooter aus dem Hause Bethesda. Ja. Und da gibt es relativ wenig Infos irgendwie. Man hat so ziemlich verwirrende Trailer gesehen. Man weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll. Aber dieses Spiel wird euch wählen lassen, ob ihr als weibliche Protagonistin oder als männlicher Protagonist loszieht. In beiden Fällen heißt ihr aber Morgan Yu. Ja, der Name funktioniert ja sowohl für männliche als auch für weibliche Charaktere. Auf der ganzen Geschichte deutet eine kürzlich veröffentlichte Variante des Quake-Con-Gameplay-Trailers hin. Weitergehende Auswirkungen auf den Verlauf der Story oder das Gameplay wird das allen Anschein aber nicht haben. Ich meine, klar, ja, es ist halt eine kosmetische Geschichte wahrscheinlich, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man andere Leute kennenlernt oder so, vermutlich nicht. Einen genauen Release-Termin hat der Titel bislang auch nicht. Die Entwickler bestätigen lediglich, dass sie den Titel 2017 auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen wollen. In der PC Games gibt es übrigens auch eine ausführliche Story über Prey. Da findet ihr dann weitere Infos. So sieht's aus. Zu Nintendo NX gibt's auch weitere Infos. Und ihr wisst ja, wenn wir über die Nintendo NX reden, dann reden wir meistens über Gerüchte und über Reddit. Ja, da sind auch neue Gerüchte aufgetaucht. Unter anderem zum Preis. Diese Gerüchte stammen diesmal aus einer verlässlichen Quelle, wie man da so schön sagt, nämlich von einem Mitarbeiter eines großen Einzelhändlers. Ja, in der Basisversion soll die Nintendo NX laut diesen Aussagen demnach knapp 300 US-Dollar kosten, 299,99 US-Dollar, um genau zu sein. Es gibt aber auch verschiedene Bundles und die sollen dann 100 Dollar mehr kosten. Richtig. Was da jetzt genau drin ist in diesen Bundles, das weiß man nicht. Man geht aber davon aus, dass es sich um so eine Standardvariante mit einem zweiten Controller und einem Spiel handelt. Einfach. Ist ja klassisches Modell bei den Konsolen. Außerdem deutet sich vielleicht ein neuer Mario-Titel an. Wie das denn? Ja, nämlich auf dem Poster zum Launch der Nintendo NX, da soll die Nintendo-Ikone der Mario eben abgebildet sein. Und außerdem verrät dieses Poster auch ein bisschen so die Richtung, in die Konsole gehen will. Ja. Da ist der Schriftzug Interact with your game on the go zu lesen. Auf Deutsch, interagiere unterwegs mit deinem Spiel. Und ihr erinnert euch ja, es gab ja schon Gerüchte oder so, also halbwegs bestätigte Gerüchte sogar, dass die NX so ein Hybrid aus stationärer klassischer Konsole und portablem Handheld sein soll. Ja, der Punkt 4K, der wird ja auch immer wichtiger bei Konsolen jetzt durch das Erscheinen der PS4 Pro und dann irgendwann auch der Xbox Project Scorpio oder auch der Xbox One S. Ja, die Konsole soll wohl Streaming in 4K-Auflösung ermöglichen. Bei Spielen strebe man 60 FPS bei Full-HD-Auflösung an und die entsprechende in der Handheld-Version der Konsole, ob das jetzt nun irgendwie über den Controller läuft oder irgendwie anders, keine Ahnung, aber die soll in einer 900p-Auflösung arbeiten, so zumindest eine andere Quelle, aber wie du es schon gesagt hast, ganz am Anfang, wie bei immer bei der NX, das sind alles Gerüchte, Nintendo hat das nicht bestätigt, wir wissen da vermutlich erst kurz vor Release mehr, rauskommen soll das Ding ja im März 2017. Ja, klingt aber nicht schlecht, 300 US-Dollar für eine 4K-Streaming-Plattform, kann man schon mal mitnehmen, ja. Ja, das war es eigentlich auch schon. Kurz und schmerzlos heute die News. Weitere Infos, Texte und so weiter findet ihr natürlich auf unseren Webseiten pcgames.de beispielsweise, pcgameshardware.de, wenn ihr ein bisschen Hardware-Schlagseite habt oder auch buff.de für MMO und andere Online-Geschichten. Einfach da mal ein bisschen nachschauen oder auch unsere Videos beobachten. Wir haben natürlich wieder ein schönes Potpourri an tollen Themen für euch, die in Arbeit sind. Natürlich noch ein bisschen Nachlese zu Mafia. Du arbeitest an Battlefield-Zeug. Auch da wird es natürlich demnächst mehr geben. Und lasst euch einfach überraschen, schaut rein, in der App findet ihr die Videos dann als allererstes, beziehungsweise auf unseren Webseiten gibt es das Ganze auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, macht's gut. Ciao.